Gott. Junge, so viel, dann beantworte ich lieber. Junge, nicht so viel! Ey! Hast du gerade eine neue Freundin? Mit wie vielen Personen hast Revi in den letzten Monaten Geschlechtsverkehr gehabt? Du erzähl mir doch keinen Unsinn! Das ist der professionellste Dreh, den ich jemals. Warum war das so kurz? Du wolltest Licht haben. Boah, da. Ist das geil, Alter. Was eine Show hier. Okay, stopp. Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir sind heute beim lieben Felix von der Laden und spielen eine Runde Wahrheit oder Schärfe. Ist das so ein Format? Nee, das habe ich gerade erfunden. Das ist halt einfach kurz und knapp Wahrheit oder Schärfe. 20 Fragen von der Community, teilweise von anderen YouTubern. Super, super unangenehme Dinge, die ich niemals beantworten würde. Zum Glück gibt es ja einen Joker. Wir haben hier extra... Ja, also nur ich muss Sachen beantworten. Richtig, genau. Ich bin quasi nur der Quizmaster, weil wir drehen nämlich auch zwei Videos für Dena, also für Felix. Einmal seine Show, die auch hier in diesem wunderschönen Studio stattfindet. Ich finde es echt sehr, sehr erbärmlich, dass ich mich nicht da hinsetzen darf, sondern hier auf diesem... Ja, das ist ja auch meine Show. Natürlich sitze ich hier ein bisschen am Schreibtisch. Sofa. Das ist wirklich, also du weißt, dass du in der Show noch gegen mich antreten wirst, ne? Ja, ja. Also da werden wir mal sehen, wer der Bessere von uns beiden ist. Das heißt ja auch Felix versus Revi. Also mal gucken. Der Bessere von uns beiden ist jetzt nicht an deiner Show festzustellen. Doch. Nein. Wir haben hier auf jeden Fall wunderschöne Cracker, die mit Chili schon bestäubt sind. Das ist schon mal an sich ganz gut. Aber natürlich auch eine Habanero-Soße. Die sind auch vollkommen harmlos. Sweet Chili, das ist super easy. Ich hasse scharf, ne? Ich hasse dich. Das wir wusste ich schon. Wir haben auf jeden Fall diese ganzen... Gut, ist dein Teller, also mir ist es egal, ne? Oh. Gut, ist auch dein Boden, also nochmal, mir ist das egal, was du... Perfekt, ich würde sagen, wir fangen einfach an, das Konzept ist denkbar einfach, ich stelle dir eine Frage und du musst entscheiden, möchtest du sie wirklich beantworten oder... Ja, aber das ist ja voll fies, da muss ich dir auch irgendeine Gegenfrage mal stellen dürfen. Nee. Ich darf 5 Fragen stellen und dann isst du ja wohl auch was. Gut, machen wir es so, perfekt. Perfekt. Also, ist Frage Nummer 1 von einem anonymen Community-Mitglied. Warst du schon mal auf einer Sexparty? Wenn ja, warum? Nein. Warst du noch nicht? Nein. Hätte ich mir bei dir aber auch nicht vorstellen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fangen relativ gemäßigt an, okay? Ja. Boah, bisher nicht der Gedanke. Alfie, also ich meine, mein Hund ist anständig erzogen. Ja, Aufmerksamkeits geiler Hund, Alter. Wirklich echt unangenehm. Okay, Frage Nummer 2. Die hätte auf jeden Fall direkt ins Knochenmark. Was war der wirkliche, hier steht wirkliche, danke Tobi. Was war der wirkliche Grund deines UFO-Auszugs und der Trennung? Ganz deep down, ganz, ganz ehrlich. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das sind zwei Fragen. Das Format funktioniert so, dass du das machst, was ich sage. Ich sitze am Schreibtisch und du sitzt da. Also wer hat hier bitte das Sagen gerade? Ich glaube, genau. Das ist auch optisch ganz klar zu sehen, wer hier das Sagen hat. Also der Grund für den Auszug aus dem UFO erstmal war, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe im UFO seit mehr Monaten immer mehr. Also in den letzten Monaten, bevor ich ausgezogen bin, immer mehr. Ja. Das lag zum einen am vielen Schreien von Revi. Ehre, doppelt und dreifach genommen. Aber auch allgemein war es nicht mehr eine coole Situation. Der Vibe war nicht mehr da wie am Anfang. Ja, und das okay. hat sich irgendwie einfach nicht mehr gut angefühlt. Und ich glaube, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, dann muss man halt eine Veränderung machen. Ich bin ins UFO reingegangen und habe irgendwie nicht so voll den Bock drauf gehabt. Du hast es direkt abgefuckt. Nicht direkt abgefuckt, aber es war häufig, es waren halt so Kleinigkeiten. Ja. Weißt du, es ist zum Beispiel, dass dann immer Müll im Flur lag. Ja, das war nicht nur ich. Ich habe gar nicht gesagt, dass es du warst, aber der Angesprochene sagt sofort. Ich sag nur, ich habe da den Müll auf, aber da auch die anderen dann. Aber deswegen, ich habe es auch immer transparent kommuniziert. Gleichzeitig mit meiner Firma, dass wir halt Spielkind selbst gemacht haben, selbst versendet haben. Ja. Und das einfach irgendwie Sinn gemacht hat, dass wir alles unter einem Dach haben. Okay. Und das hat sich dann halt ganz gut ergeben. Und okay. deswegen dachte ich, es macht Sinn, es auszuziehen. Okay. Frage Nummer 3. Mit wie vielen Frauen hattest du bis jetzt in deinem ganzen Leben schon Geschlechtsverkehr? Das ist eine fiese Frage. Warum? Kannst du ja auch einfach beantworten. Ja, also ich meine, okay, also wenn du dich für die Chili entscheidest, das musst du selber wissen, ne? Ja, ich teste jetzt mal Chili. Vielleicht gibt's ja noch... Oh Gott, Junge, so viel, dann beantworte ich lieber. Nein, das ist ja ein Tuck, das saugt sich ja voll. Guck, das fällt das, da unten das durch. Das saugt sich nicht voll, das geht, das tropft durch, das hat Löcher. Ganz schnell essen. Also möchtest du nicht beantworten, mit wie vielen Frauen du geschlafen hast bis dato. Okay, gut. Behalten wir lieber für uns, oder? Mhm, ich weiß schon. Warum habe ich das für die Frage gemacht? Frage Nummer 4. Warst du schon mal bei einer Prostituierten und hast ihre Leistung in Anspruch genommen? Nein. Frage Nummer... Das wird ja keiner beantworten der Welt. Er kann es eigentlich schon das nächste Ding. Ich mach schon mal fertig. Warum? Was kommt mir jetzt für ein Scheiß? Ja, Digga, ist halt eine saudumme Frage. Würde ich auch nicht beantworten. Ja, sag ich, stell erst mal die Frage. Ja, ich mach dir trotzdem mir schon mal fertig. Junge, nicht so viel! Die Soße ist lecker. Frage Nummer 5. Das war dumm, dass ich es abgeleckt habe. Stupid! Frage Nummer 5. Wie hoch ist dein aktueller Kontostand? Gut, und von welchem Konto? Ich nehme an, das Konto, wo das meiste Geld drauf ist. Nee, das war in der Frage nicht dran. Ich kann einfach sagen, ich habe verschiedene Konten. Nö, nee, ich schaue jetzt einfach irgendein Konto. Wenn du mir jetzt mit irgendeinem Mitarbeiter Spesenkonto kommst und da sind 20 Euro drauf fähig, dann ist das wirklich der größte Ditch-Move, den du hättest tun können. Also ich finde bestimmt irgendwas, wo nichts drauf ist. Ja, das glaube ich dir. Das ist Online-Banking. So, anmelden, akzeptieren. So, da ist der TAN.
10.002 Euro. Das war ein sehr, sehr unangenehmer Move, sich jetzt da drum herum zu schlängeln. Jetzt nein, ich habe meinen Kontostand gezeigt. Ich habe ihn sogar in der Kamera gezeigt. Du darfst mir, ja. Man muss auch manchmal ein bisschen was im Köpfchen natürlich, machen. Natürlich. Du darfst mir auch gerne eine Frage stellen. Oh ja, Ehrenmann. Ich habe mir nämlich extra, durften die Leute mir auch Fragen schicken. Das war ja nie Teil des Gesprächs. Also es war ja nie gesagt, dass das... KXNI.ZH hat geschrieben, schon mal eine YouTuberin nackt vorgestellt. Ja. Scheiße, die hat noch sagen sollen, welche. Ja, natürlich. Also ich kann dir auch eigentlich fast alle. Sonst alles klar bei dir? Alle über 18. Ganz einfach. Egal, ob Mann oder Frau. Felix, hast du schon mal Sperma probiert, wahlweise dein eigenes aus Versehen oder mit Absicht? Nein. Das ist noch nie passiert? Aus Versehen? Also, dass du mal so was? Aus Versehen dir selber den Mund gewichst hast oder so? Nein. Nein? Nein. Ist nicht passiert? Nein. Also, du hast noch nie Sperma in deinem Mund? Nicht, dass ich wüsste, nein. Nicht, dass du es wüsstest? Ja. Der Nordrhein war wild, ich sag's nur so. Was verdienst du nach Abzug aller Steuern im Monat? Oh. Das ist jeden Monat anders. Durchschnittswert, kannst du ja wohl sagen. Oder du frisst diesen scheiß scharfen Keks jetzt hier. Warum ist das alles so materiell, diese Welt? Ich hasse das. Wie stehst du zum Thema Bukake? Eher also, aufgeschlossen oder? Kann man noch nicht. Achso, nicht meins. Okay. Lohnt sich Spielkind eigentlich noch? Wenn ja, wie viel? Wie soll man denn sagen, wie viel? Ich weiß nicht, was Ihnen sich dabei gedacht. Wenn ja, wie viel? Lohnt sich noch, ja. Ja? Wie viel? Gut. Baba. Hast du dir auf Kati schon mal einen runtergeholt? Also. Im Beisein oder nicht im Beisein, vielleicht vorher, bevor ihr zusammengekommen seid. Ansonsten, wenn ich jetzt nicht beantworten möchte, das ist jetzt beide auch hier. Antwortmöglichkeiten sind ja ein bisschen kritisch jetzt. Ne? Warum? Ist alles blöd. Willst du einfach den scheiß Keks essen? Ja. Okay. Also, hey, hör auf, das ist viel zu viel. Schnell essen, bevor es rausläuft hier. Hey! Und lecker. Schnell, Mund auf, Mund auf. Wow! Wow! Sehr, sehr geil. Das ist ein geiles Video, Alter. Na, ich auch eine Geldfrage. Von Bruno A. Wie viel hat Revi eigentlich bis jetzt mit dem Jause-Song verdient? Nicht, was jetzt auf dem Konto ist, sondern was du bis jetzt mit den Streams und so weiter verdient hast. Weiß ich noch gar nicht. Kann ich noch nicht sagen. Was schätzt du? Ich schätze mit dem Video. Das Video hat gemacht 1500 Dollar. Das ist nicht so viel, weil es halt ein Musikvideo war. Die verdienen eh nicht so viel Geld. Mit dem Song an Streams wahrscheinlich auch nochmal um die 500, 600, also nicht so viel. Kann auch mehr sein. Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich all over so um die 3000 Euro. Jause. Aber es wird nicht so krank viel sein. Was für einen Fetisch hast du? Wenn ja, nenne einen. Ich weiß nicht, was man als Fetisch bezeichnet, aber ich würde sagen, nichts Spezielles, nee. Nee? Langweilig? Okay. Wie stehst du zum Klimawandel mit deinen Rennen und den Reisen? Hier ja, und so, Klimawandel, ne? Ist halt ein ernstzunehmendes Thema. Mhm. Und da müssen jetzt Lösungen gefunden von der gesamten Menschheit, müssen wir irgendwie gucken, wie wir irgendwie damit umgehen. Mhm. Und klar, ich habe persönlich mit meinen Rennen und Reisen habe ich nicht die beste Klimabilanz. Und gedenkst du daran, irgendwas zu ändern? Ich denke... Nein. Ich denke, dass man sich nicht gucken muss, dass man alle Sachen, die irgendwie Spaß machen, ob man irgendwie auf die verzichtet und komplett auf alles verzichtet. Weil, ganz ehrlich, wo fängst du an, auf was du verzichtest und wo hört es auf? Weil eigentlich musst du zu Hause bleiben, eigentlich darf niemand mir ein Auto fahren, nichts machen. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt ein halbes Jahr kein Auto gefahren und damit auch einiges eingespart. Aber das ist bei mir auch, weißt du, ich reise nicht nur zum Spaß, fliege ich irgendwo hin und her, sondern es ist halt Jobs. Es ist halt Teil von meinem Job, wenn das weiter weg ist und das gar nicht anders geht. Ja, mir ist bewusst, dass das ein kritisches Thema ist, aber ganz ehrlich, einfach aufhören zu fliegen, kennst du auch. Also dann irgendwie sozusagen meinen Job aufzugeben dafür, macht halt irgendwie auch keinen Sinn. Und wir schaffen das schon, oder? Wir beide glaube ich nicht. Perfekt. Mit welcher YouTuberin hattest du schon mal Sex? Oder mit welcher YouTuberin? Ich kann euch da die ein oder andere Dame nennen. Da reden wir jetzt aber nicht drüber. Hör auf, das voll zu machen, Junge! Du musst es essen, es ist lecker. Die Soße ist echt nicht so scharf, wie ich dachte. Schade eigentlich. Ich meine, gut, Feli ist auch eine Pussy. Hast du schon mal an einem oder in einem Arsch geleckt? Nee, nicht mal geküsst oder so? Ab wann ist näher? So weit vom Arsch noch weg? So ein Stück? So ein Stück weg, das ist aber so ein riesiger Radius, das weißt du, ne? Ja, hast du da drüber rum? Du kennst ja die weibliche Anatomie so ein bisschen, oder? Sehr gut. Also in der Nähe war ich schon, ja? Ja? Mhm. Okay, interessant, sehr schön. Hast du schon mal mit einem deiner Mitarbeiter geschlafen oder sie sexuell irgendwie angegraben? Ist Kati meine Mitarbeiterin? Absolut. Ja. FBI, open up! Sonst aber nicht? Also Tim, bisschen manchmal, gibt's hier sexuell? Bin ja viel zusammen unterwegs. Hast du gerade eine neue Freundin? Das mit Kati ist noch gar nicht so lange her. Das ist anderthalb Jahre her. Ja gut, aber es steht hier also. Ja, wenn das da steht. Ja. Ja? Oh, das weiß man noch gar nicht, ne? Spicy, Alter. Ja, ja, okay. Also von Luca Gianola. Mit wie vielen Personen hast Revi in den letzten Monaten Geschlechtsverkehr gehabt? Seitdem du dich von Jody getrennt hast. Vier? Du erzähl mir doch keinen Unsinn! Ich weiß schon mehr als vier. Vier. Vier Stück. Das ist, also nein, das kann oftmals, ich mir nicht oftmals, ganz oftmals, vorstellen. Oftmals, das musst du mir erklären. Woo! Vier Stück, Real Talk. Mit den anderen habe ich immer nur geküsst. Also geschlafen. Händchen gehalten. Händchen gehalten. Die haben auch Schwänzchen gehalten. Reden wir nicht drüber. Was ist deine... Nee, das wird rausgeschnitten, das bleibt drin. Nö, können wir lassen. Was ist deine Haupteinnahmenquelle? Werbekooperation. Werbekooperation. Was musst du jetzt machen, um deinen Kanal endlich zu retten?
mehr Videos mit Revi. Solid. Okay, ja, okay. Das meinst du, das reicht schon? Ich glaube nicht, das ist der letzte Strohhalm, an den ich mich hange, weißt du? Ich mache seit 9 Jahren, versuche ich den Kanal zu retten. Wie fühlt es sich an, wenn der Hype vorbei ist? Uff. Das ist eine gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass so 2014 bis 2016 so voll Hype war. Mhm. Und dann ging es immer nur so hoch, hoch, hoch. Und da war man so dran gewöhnt, dass es immer, immer höher ging. Und da hat man es irgendwo auf einem Plateau eingefunden. Nur das ging auch mal runter. Ja. Aber ich würde es seit vielen Jahren für mich normal, dass es sozusagen nicht immer weiter hochgeht. Kann ja eigentlich nicht immer weiter hochgehen. Von das, dem Stand, wo man ist, kann es nicht so viel weiter hochgehen. Ja. Also ich kann mich nicht beklagen. Für die letzte Frage würde ich gerne nochmal Kati ganz kurz herholen. Kati, setz dich nochmal schnell dazu, damit wir das hier im Angesicht zu Angesicht klären können. Weil die Frage, die ist wirklich die unangenehmste Frage von allen. Und zwar: Hallo Kati, schön, dass du hier bist. Bumst deine neue Freundin besser als Kati? Essen. Essen? Geht doch. Oh, geht doch gar nicht. Okay, also keine Ahnung. Gut, den letzten machen wir dann aber. Ich werde das jetzt nicht beantworten, einfach aus Gründen der Unternehmenskultur hier, dass da auch ein gutes Arbeitsklima herrscht, aber ich werde auf jeden Fall essen. Hör auf, Revi, hör auf! Hör auf, es reicht das, doch! Das, der muss wirklich jetzt. Nee, der ist schon. Schnell, Mund auf. Junge! Schnell! Ah! Oh, oh, oh. Mm. Oh! Sehr geil. Gut. Hast du eine Frage an mich? Oh ja. Ja. Steff Waldi hat gefragt, wie viel Geld verdienst du pro Auftritt in etwa als DJ? Pro Auftritt als DJ? Schwierig zu sagen. Für einen Club-Gig auf jeden Fall über 2000 Euro. Ist auch schon oft in den fünfstelligen Bereich gerutscht. Also über 10.000. Richtig, genau. Hast du gut zusammengefasst. Ja, das ist ja ganz nett. Dann sind wir an der Stelle durch. Wenn ihr Bock habt, euch das Video von Dena anzugucken, ist schon online. Genau, ich hoffe, du lädst, bist so nett und lädst erst dann hoch. Oh, wir wollen hier eine geile Show machen. Felix Versus haben verschiedene Gäste am Start, auch Revi. Mal gucken, ob er gegen mich gewinnen kann und was dabei rumkommt. Glaub nicht, ich will aber auch gar nicht. Immerhin. Ich, ich habe das hier für dich gegessen. Ja, super. Ich bin an der Stelle durch. Macht's gut, haut rein. Schaut bei Felix vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.